Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Inflationsausgleichsgesetz und die anderen steuerrechtlichen Regelungen, die die Bundesregierung vorschlägt, sind Teil der Krisenbewältigungsstrategie der Koalition. Unser Land ächzt unter galoppierenden Preisen. Das ist nicht eine statistische Größe, sondern es ist für viele Menschen eine tägliche Realität. Die Sorge um die Nebenkostenabrechnung, die Sorge, ob die Wohnung warm ist, die Sorge, ob am Ende des Monats Geld dafür da ist, den Kühlschrank zu füllen. Die Inflation ist eine Bedrohung für Wohlstand, soziale Sicherheit und die Stabilität unseres Landes. Und deshalb ist die erste Priorität der Bundesregierung, diese Inflation zu bekämpfen. Niemand wird dabei allein gelassen. Um soziale Härten abzufedern, haben wir zahlreiche Maßnahmen beschlossen. Beispielsweise steht eine Wohngeldreform an. Es wird auch darum gehen, wirtschaftliche Strukturbrüche zu verhindern. Eigentlich gesunde Betriebe, die sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze über Jahre und Jahrzehnte angeboten haben, stehen angesichts der explodierenden Gaspreise vor größten und existenziellen Herausforderungen. Die Bundesregierung ist sich auch dieser Tatsache bewusst und arbeitet deshalb unter Hochdruck sowohl an Maßnahmen zur Bekämpfung der hohen Strompreise als auch an Maßnahmen, um die gegenwärtigen Gaspreise für unsere Wirtschaft nicht zu einer dauerhaften Gefahr werden zu lassen. Daneben gibt es aber auch Menschen, die ihren Lebensunterhalt bestreiten ohne soziale Unterstützung, Menschen in der Mitte der Gesellschaft. Und auch diese Menschen dürfen während der Inflation nicht allein gelassen werden. Und deshalb hat sich die Koalition darauf verständigt, dieses Inflationsausgleichsgesetz vorzulegen. Unsere fiskalpolitische Antwort auf die Inflation ist insofern zweigeteilt. Zum einen geht es darum, das Angebot auszuweiten, weil das Preise dämpft. Darüber beraten wir im Bereich der Energieerzeugung, siehe die Debatte zuvor. Dafür weiten wir die Produktionskapazitäten erneuerbarer, wie ich sie nenne, Freiheitsenergien aus. Dafür werden wir auch die LNG-Terminals in Deutschland an das Netz bringen. Also Angebotsausweitung. Daneben ist es in dieser Frage aber, jawohl, die Ratifizierung von CETA ist ebenfalls geplant. Und das könnte auch nur der Beginn einer erweiterten Handelspolitik sein. Aber daneben, Kollege Spahn, geht es auch darum, dafür zu sorgen, dass wir nicht realwirtschaftlich eine weitere Krisenverschärfung erleben. Bei aller Notwendigkeit, sich auf das Angebot zu konzentrieren, darf auf der anderen Seite die Nachfrage nicht komplett einbrechen, weil sonst andere Bereiche im Dienstleistungs- und im Konsumbereich sonst angesteckt würden. Und aus diesem Grund kommt auch zur Inflationsbekämpfung diesem Inflationsausgleichsgesetz eine besondere Bedeutung zu, weil es nämlich die Kaufkraft in der Mitte der Gesellschaft erhält und dafür sorgt, dass andere eigentlich stabile Branchen im Bereich Dienstleistung und Handel nicht zusätzlich infiziert werden. Da es allerdings lediglich ein Kaufkraftausgleich, ein Inflationsausgleich ist, fügt sich dieses Inflationsausgleichsgesetz in die von uns vertretene fiskalische Neutralität ein. Wir wollen Nachfrage und Wachstum in dieser Phase der wirtschaftlichen Entwicklung nicht stimulieren. Wir wollen allerdings auch nicht durch zusätzliche kontraktive Maßnahmen die Nachfrage in bestimmten Bereichen bremsen. Also wir folgen der fiskalischen Neutralität. Insofern gehen deutsche Fiskalpolitik und Notenbankpolitik der EZB auch in diesem Fall Hand in Hand. Wir verändern den Grundfreibetrag, den Tarif, wir erhöhen das Kindergeld und den Kinderfreibetrag. 48 Millionen Bürgerinnen und Bürger profitieren von diesem Inflationsausgleichsgesetz. Es basiert auf vorläufigen Zahlen, um gleich ein Argument der Opposition vorwegzunehmen. Das war auch immer so. Es ist hier sozusagen ein träger Gesetz, dessen konkrete Zahlen zu aktualisieren sind, wenn die Herbstprognose vorliegt. Das war immer so und ist technisch nicht anders zu lösen. Auf der Basis der bisherigen Werte erhält eine Familie, vier Köpfe, also mit zwei Kindern,
einen Inflations- und mit 56.000 Euro zu versteuerndem Einkommen im Jahr erhält einen Inflationsausgleich von 680 Euro im kommenden Jahr. Anders gewendet, würden wir nichts tun, würde diese Familie 680 Euro an Kaufkraft verlieren angesichts der enormen Preissteigerungen. Diese Familien zahlen für ihr Gas ohne eine Unterstützung. Angesichts der enormen Preissteigerungen ist das nur gerecht, dass die arbeitende Mitte der Gesellschaft ebenfalls bedacht wird. Ich appelliere, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich appelliere an die Länder, diesem Inflationsausgleichsgesetz zuzustimmen. Es geht darum, die Menschen vor zusätzlichen Belastungen in einer Phase der Inflation zu schützen. Es kann nicht sein, dass der Staat von der Inflation profitiert, während Familien nicht mehr wissen, wie sie mit ihrem Einkommen über die Runden kommen sollen, während Selbstständige belastet sind, profitiert der Staat. Das kann nicht sein. Und was für den Bund gilt, dass er nicht Profiteur von Inflation sein will, das muss in gleicher Weise auch für die Länder gelten. Es gibt nicht nur Finanzierungsnotwendigkeiten beim Staat. Es gibt nicht nur Finanzierungsnotwendigkeiten beim Staat, es gibt auch private Finanzierungsnotwendigkeiten. Und zwischen diesen beiden schaffen wir eine faire Balance mit diesem Gesetzgebungsvorhaben. Vielen Dank, Herr Minister. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Matthias Mittelberg, CDU-CSU-Fraktion.